Die Piratenpartei ist anders. Jeder darf sagen, was er will. Es gibt keine Führungsstrukturen wie bei anderen Parteien. Und auch bei internen Wahlen dauert es schon mal länger. Im dritten Anlauf haben die niedersächsischen Piraten nun in Demmenhorst endlich ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl bestimmt. Trotz aller Erfolge und Sympathien entzaubert sich die Partei gerade selbst. Alexander von Tomberg sagt es uns. Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen herzlichen Dank für die Bestätigung. Wir werden ein tolles Team sein. Rückenwind für den leidenschaftlichen Fahrradfahrer Meinhard Ramaswamy. Der Spitzenkandidat soll seine Freibeuterschar sicher in den niedersächsischen Landtag steuern. Vorbei sind die stürmischen Zeiten der gescheiterten Vorwahlen. Ramaswamys Kompass zeigt nur in eine Richtung. Jetzt haben wir eine Liste und jetzt haben wir eine Reihenfolge. Und jetzt können wir Wahlkampf machen. Und ich denke, 6% plus ist kein Problem, das werden wir hinkriegen. Vielleicht sogar mehr. Hauptsache, die Sympathiewelle trägt sie über die 5%-Hürde. Denn die Umfragewerte machen gerade eine Talfahrt. Die Politneulinge haben sich wohl bei den Wählern entzaubert. Kritiker sagen, die Piraten versenken sich selbst mit dem Chaos am Steuerrad. Trotzdem ist der allgemeine Schlachtruf Land in Sicht. Wenn wir das vergleichen, die jetzigen Umfrageergebnisse mit denen, die wir tatsächlich bei der letzten Bundestagswahl hatten, haben wir so unglaublich zugelegt, dass ich nicht glaube, dass wir uns da irgendwie Vorwürfe machen müssen oder irgendwie Grund haben zur Enttäuschung. Wir brauchen schon ein bisschen Geduld letztendlich. Ne? Das merkt man ja einfach, weil wir letztendlich so viele Wahlgänge dann im Endeffekt haben. Und das ist aber grundsätzlich okay. Bekannte, die was gebracht haben, die überhaupt noch Sachen, womit wir gar nicht mal was zu tun haben. Wird vieles falsch interpretiert auch. Damit die norddeutschen Piraten auf Kurs bleiben, ist auch der Bundesvorsitzende Bernd Schlömer dabei. Er weiß, dass noch mindestens eine Handbreit Wasser unterm Kiel ist. Man muss Politik in Ruhe machen, mit ruhiger Hand. Das gelingt sehr gut. Im letzten Jahr ist die Piratenpartei von 4% auf 12% sprunghaft gestiegen. Jetzt geht sie ein bisschen in den Prognosewerten herunter. Das hängt auch damit zusammen, dass der Medienhype ein bisschen nachlässt. Ich glaube, wenn wir unsere Position jetzt verabschieden, hier in Niedersachsen, aber auch auf der Bundesebene, dann werden wir wieder angreifen können. Mit Meinhard Ramaswamy haben sich die niedersächsischen Piraten stärkeren Verbraucherschutz und eine bürgernahe Energieversorgung auf die Fahne geschrieben. Aber erst einmal genießt der Göttinger seinen Wahlerfolg zum Kapitän ganz tiefer. Wie wollen Sie feiern? Mit Rum? Nein, nicht mit Rum. Ich feiere mit französischem Rotwein. Der Kampf um den Einzug in den Landtag ist eröffnet. Wenn es nicht klappt, können sich die Piraten immerhin mit einem süßen Schatz trösten.